Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion des Effektgeräts. Ja, das Effektgerät wird nicht so häufig verwendet, ist auch nicht unbedingt notwendig, ist nicht zwingend Voraussetzung, um ein DJ-Setup aufzubauen im Prinzip, um wirklich das DJ spielen zu können. Es ist eher ein Nice-to-have, ein i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen für Fortgeschrittene, die auf jeden Fall noch eben eins draufsetzen möchten. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Das Effektgerät ist ein externes Gerät eben. Es erweitert euer DJ-Setup, um eure Möglichkeiten zu potenzieren. Es ermöglicht vor allem den Effekteinsatz bei analogen Setups, das heißt eben analoger Mixer und Turntable zum Beispiel, die ja erstmal so ohne Effekte daherkommen. Und so habt ihr eben die Möglichkeit, auch noch dieses Audiosignal mit Effekten zu manipulieren. Es bietet aber genauso auch bei digitalen Setups noch mehr Möglichkeiten. Eben, ihr habt dann noch mehr Effekte, ihr habt die Integration eines Samplers oder Sequencers eventuell auch noch. Ihr habt eventuell eine eigene Soundbibliothek bei dem Gerät mit an Bord. Das heißt, auch bei digitalen Setups kann es sich lohnen, dieses externe Effektgerät noch mit ins Boot zu nehmen. Es eignet sich vor allem für Build-Ups, für Breakdowns oder für Drops, also eher sporadische Einsätze, um da aber nochmal den letzten Schliff zu verleihen, um nochmal einen draufzusetzen, um noch mehr Spannung zu erzeugen. Ihr könnt es aber genauso auch zum Beispiel für Übergänge benutzen, dass die ein bisschen flüssiger oder auch spektakulärer ablaufen. Und ihr könnt auch natürlich, klar, euer Set allgemein einfach bereichern. Ihr macht es spannender, ihr verleiht dem Ganzen eine individuelle Note und dann ist eben nicht alles so Standard und nicht so klassisch von der Stange. Das bedeutet natürlich, dass ihr das Ganze auch gut beherrscht und ihr könnt es dann natürlich auch nutzen, um mehrere Effekte gleichzeitig zu verwenden. Das heißt, ihr habt an diesem einen Effektgerät das sehr schön aufgebaut, dass ihr gut mehrere Dinge miteinander kombinieren könnt. Die sind oft auch logisch ausgebaut, dass der Sound sozusagen einen gewissen Weg geht, den ihr dann eben immer weiter durchschleift und so mehrfach manipulieren könnt. Aber ihr könnt zum Beispiel natürlich auch die Effekte des digitalen Mischpultes mit denen des externen Effektgerätes kombinieren und so weiter. Da gibt es natürlich keine Grenzen. Wichtig ist, dass ihr das Effektgerät nicht zu laut einstellt, denn ihr wollt ja einfach nur im Prinzip den aktuellen Sound im Prinzip noch ein bisschen verfeinern. Das ist ja kein eigenes Instrument, das jetzt gegen den Mix ankommen soll. Und vor allem natürlich auch, wie beim Mixer schon erwähnt, hier ist wieder Vorsicht geboten, schaut, dass ihr den Mix nicht überladet, also schaut, dass ihr das Ganze dezent einsetzt, eben sporadisch, nur immer wieder an gewissen Situationen, wo ihr auch wirklich der Meinung seid, dass sich das lohnt, denn auch dieser vermehrte Effekteinsatz unterbricht ja den ganzen Musikfluss. Ja? Das heißt, ihr seid dann sehr weit weg vom Originaltrack, den die Leute ja auch eigentlich gerne hören möchten. Generell wirkt es ja auch störend, unterbrechend, das lenkt ab. Denn natürlich wird der Sound ja eben verzerrt, manipuliert und deswegen ist das Ganze auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Es ist definitiv besser, wenn ihr wenige Effekte gut einstellt, diese gezielt einsetzt und auch perfekt beherrscht, als wenn ihr einfach einen undefinierbaren Klangteppich aus x Effekten vom Mixer, vom externen Effektgerät und so weiter noch euch da potenziert und irgendwann nur noch eben so ein undefinierbarer Musikbrei hinten rauskommt. Davon hat niemand was. Deswegen schaut lieber, dass ihr das Ganze gezielt und gut einsetzt einfach. Die Komplexität steckt auf jeden Fall auch nicht in der Bedienung des Gerätes, das werdet ihr in der Praxis dann gleich noch sehen, sondern eher an dem, wie man es einsetzt. Denn die Geräte sind sehr intuitiv, sehr einfach zu verstehen. Man kann eben sehr schnell coole Sachen damit machen. Wichtig ist einfach, dass man es nicht übertreibt, sondern ganz gezielt einfach den Mix so auf ein neues Level hebt, ohne was ganz anderes aus dem Mix zu machen im Prinzip.
da der Output des Mixers ja durch das Effektgerät durchgeschleift wird und dann wieder zurück in den Mixer wandert, brauchen wir natürlich einige Anschlüsse. In erster Linie, und das Wichtigste, ist der Send-and-Return-Anschluss, auch genannt Input-and-Output oder auch Line-in-Line-out. Jeder Hersteller macht das anders. Und das funktioniert über Cinch oder 6,3 mm Klinke. Also eben einmal eine Variante raus und dann einmal eine Variante in den Mixer wieder rein. Außerdem bieten manche Geräte noch die Möglichkeit, dass ihr eine SD-Karte reinstecken könnt. Da könnt ihr dann personalisierte Einstellungen drauf speichern, dass sich das Gerät dann eben, wenn ihr zum Beispiel auch zu einem Gig kommt und es ist nicht euer Gerät, sondern es stand halt auf dem Technical Rider und es wurde euch bereitgestellt, direkt nach dem Reinstecken so ist, wie es ihr von zu Hause gewöhnt seid. Das Ganze läuft dann meistens auch über eine extra Software, wo ihr diese Einstellungsdatei sozusagen dann erzeugen könnt. Außerdem könnt ihr natürlich darauf speichern, eine Mediathek an Sounds, Samples und so weiter, die ihr dann auch noch dadurch dann abfeuern könnt. Insofern dieses Effektgerät euch diese Funktion bietet, aber viele tun das. Und natürlich auch ganz klassisch USB Typ B, damit ihr es mit eurem Computer verbinden könnt, zum Beispiel für die personalisierten Einstellungen. Und außerdem natürlich auch der MIDI-Anschluss ans Interface, hatten wir ja auch schon in der vorherigen Lektion, dass das auch einen MIDI-Anschluss hat. Und so könnt ihr dann eben auch den Sound im Prinzip aufeinander abstimmen, miteinander synchronisieren. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Funktion. Ja, ein Effektgerät bietet also extrem viele Möglichkeiten und wir zeigen euch dann jetzt mal in der Praxis eben, was alles möglich ist, wie das Ganze funktioniert und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr euer Setup eben noch damit bereichern möchtet oder nicht. So, da sind wir also in der Praxis, Hälfte des Effektgerätes. Hier die beiden Mixer, die dürften euch ja bereits bekannt vorkommen. Warum stehen jetzt hier diese beiden? Denn der Unterschied ist eben, dass wir hier beim Mixer einen 6,3 mm Klinkenanschluss haben und hier haben wir einen Cinch-Anschluss. Insofern kommen wir direkt zu den Anschlüssen, denn eben hier habt ihr die Möglichkeit, einmal das Ganze über 6,3 mm Klinke abzuwickeln oder eben über Cinch. Jeweils mal den Input, also der Output in Anführungszeichen vom Mixer, kommt hier in den Input vom Effektgerät, geht dann wieder aus dem Output raus und wieder in den Input im Mixer. Das heißt eben Send raus und Return wieder rein, zurück eben. Dasselbe eben einfach anderes Kabel, genauso mit Cinch. Außerdem habt ihr dann hier noch die Connection, könnt ihr entscheiden, entweder wollt ihr Send Return mit minus 10 Dezibel oder als Master das Ganze. Das sind dann noch plus 4 dB, die da drauf kommen. Außerdem habt ihr hier einen USB-Anschluss. Da könnt ihr dieses Gerät zum Beispiel an euren Laptop anschließen und über eine extra Software die ganzen Einstellungsmöglichkeiten hier mal austesten, was ihr da am besten findet. Und habt dann die Möglichkeit, auch wenn euch, wenn ihr die richtigen Einstellungen gefunden habt, euch diese Einstellungen auf einer SD-Karte zu sichern. Hier on standby ist ja klar Strom und wenn ihr eben dann eure Einstellungen auf dieser SIM-Karte gespeichert habt, das ist dann ja im Prinzip eine Einstellungsdatei und vielleicht sogar auch noch Samples, denn ihr habt hier auch noch eine Samplebank drinne, dann könnt ihr die einfach hier reinstecken. Ihr stellt von Default auf User und dann sind alle Einstellungen so, wie ihr es eben an der Software vorher bestimmt habt, plus ihr könnt eben über diese Bank hier auf eure ganzen Samples zugreifen, dazu gleich noch mehr. Ja, eben warum auch diese beiden Mixer hier stehen ist, weil wir ja hier ein digitales Mischpult haben, das schon eben ganz viele Effekte mit an Bord hat und hier bei diesem analogen Mischpult ist das eben nicht so. Das heißt, wenn man mit diesem Mischpult auflegt und es nicht in einem digitalen Setup benutzt, wo man dann eben in der Software noch Effekte hat, dann ist dieses Effektgerät die einzige Möglichkeit, eben wie man bei diesem Mixer plus zum Beispiel noch zwei Turntables eben auf Effekte zurückgreifen kann.
Hier hat man dann natürlich noch mehr Möglichkeiten. Man kann hier Effektkombinationen wählen. Man kann das Ganze nochmal potenzieren. Also das ist auf jeden Fall dann nochmal ein Stück krasser. Muss man aber auch gut beherrschen, denn wie wir auch in der Theorie ja schon gesagt haben, man sollte seine Mixe damit nicht überladen. Man sollte die Leute nicht nerven, denn ja, das kann auch dann schon mal schnell anstrengend werden. Es gibt dann noch Effektgeräte wie das Chaos Pad zum Beispiel, die haben hier auch noch einen MIDI-Anschluss, den ihr ja zum Beispiel auch vom Audio-Interface kennt. Denn eben genau dafür ist es gedacht, dass ihr es zum Beispiel ans Audio-Interface anschließen könnt oder auch zum Beispiel an ein anderes Effektgerät, dass ihr diese dann im Prinzip miteinander synchronisieren könnt. Ja, den stellen wir mal beiseite, den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und wir widmen uns jetzt eben dann mal den Effektgerät selbst. Hier die Bedienung ist ja ganz einfach, haben wir ja auch in der Mixer-Lektion schon erklärt. Wenn ihr das Ganze aktivieren möchtet, dann einfach auf On-Off. Level ist ja auch selbsterklärend eben, wie laut soll das Ganze sein. Hier soll das Ganze bei Return dann eben über AUX oder Insert laufen und eben hier dann die 6,3 mm Klinke oder USB, denn bei diesem Mixer habt ihr noch die Möglichkeit, das Ganze über USB zu betreiben, zum Beispiel eben mit einem iPad, wo es diese App hier auch gibt. Das ist sehr, sehr cool. Ihr ja, müsst dann natürlich nicht so ein teures Gerät kaufen. Die Software, die ja im Prinzip dann genau diesem Gerät nachempfunden ist, gibt es logischerweise deutlich günstiger. Insofern ihr also bereits ein iPad zum Beispiel besitzt, dann könnt ihr das ganz easy per USB hier anschließen, könnt euch das ja genauso auf den Ständer hier stellen, wie ihr vielleicht dieses Gerät stellen würdet. Und ja, das ist dann auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Hier ist es so, dass wir diesen Levelmeter jetzt hier haben von der LED-Anzeige. Das heißt, hier können wir den Input regeln und wenn wir hier mal aufdrehen, dann sehen wir direkt, dass da auch schon was kommt. Output-Level eben ist ja auch selbsterklärend, eben hier, wie laut kommt es rein, blöd gesagt, wie laut geht es raus. Ihr könnt dann hier einstellen, ob das Ganze, was ihr tut, quantisiert werden soll, also die ganzen Effekte und Samples, die ihr hier lostretet, soll das Ganze nach dem Beat-Muster im Prinzip, nach dem Grid quantisiert werden. Dafür muss man dann natürlich auch die BPM wissen, die könnt ihr entweder händisch hier eintippen oder das Ganze per Auto selbst im Prinzip ja dann synchronisieren lassen. Und ihr könnt es auch einfach selbst einstellen. Ja, hier oben dann, vorhin schon erwähnt, für die SD-Karte entweder Default, das sind eben die klassischen Werkseinstellungen sozusagen. Und bei User dann das, was ihr auf eurer SD-Karte hinterlegt habt. Und dann kommen wir im Prinzip auch direkt schon zu den ganzen Effekten. Man könnte sich sozusagen vorstellen, dass der Sound, der Input hier so durchgeht, dann diese Reise einmal quer durchs Gerät macht und hier hinten wieder rausgeht. Wenn es von den Anschlüssen nicht so umständlich wäre, würde es in Anführungszeichen dann natürlich am meisten Sinn machen, wenn die Input hier wäre und der Output dort. Aber das ist natürlich sehr unhandlich. Nur im Prinzip zur bildlichen Erklärung mal. Und hier unten haben wir dann noch die Sample Bank Restriktive, das X-Pad, wo ihr eben vordefinierte Sounds auch schon abfeuern könnt. Ja, hier haben wir FX Source, das heißt, ihr könnt einstellen, möchtet ihr, dass die ganzen Effekte hier auf den Input wirken, also das, was vom Mixer kommt, oder möchtet ihr, dass die auf das X-Pad wirken, oder eben auch beide natürlich. Und dann geht es in den Isolate FX. Ihr habt hier dann die Möglichkeit, die Effekte den Frequenzen im Prinzip zuzuordnen. Das ähnelt sehr diesem FX-Frequency hier von diesem Mixer. Dieser Mixer hat das jetzt, das haben aber die wenigsten. Und eben wenn ihr einen Mixer habt, der das nicht kann, dann ist das auf jeden Fall auch eine sehr coole Möglichkeit. Und selbst wenn dieser Mixer das hat, ist die Kombination auch sehr stark. Ihr habt dann hier 7 Effekte. 7 deswegen, weil wir 3 Buttons haben im Prinzip, wo 2 Effekte hinterlegt sind und einen, bei dem einer hinterlegt ist. Je nachdem, in welche Richtung ihr dann dreht, wird entweder der eine, also der obere, wenn ihr nach links dreht, aktiviert oder der untere auf diesem Button, wenn ihr nach rechts dreht. Wenn ihr das aktiviert, dann blinkt es eben und
dann gilt das für alle drei Frequenzen, also die Tiefen, Mitten und Höhen. Das heißt, ich kann hier dann zum Beispiel jetzt den Gate nur für die Tiefen und für die Höhen einsetzen und die Mitten bleiben unberührt. Aber was ich natürlich auch machen kann, ist, dass ich für die Tiefen den Gate eben nehme und auf die Höhen setze ich dann nochmal den Drive drauf. Also da könnt ihr das Ganze sehr individuell gestalten, das ist sehr, sehr cool. Und hier habt ihr dann eben Cut Add, Trans Roll, Gate Drive und den Isolator. Da müsst ihr dann einfach natürlich durch Trial and Error schauen, welche Effekte bei eurem Auflegestil, bei eurem Genre am besten passen. Danach, nach dem Isolate FX, geht es sozusagen hier rein in den Scene FX. Und da haben wir 5 Effekte für Build-Ups sozusagen. Also das sind steigernde, potenzierende Effekte. Und Breakdown ist dann logischerweise das Gegenteil. Und hier über diesen Drehregler stellt ihr dann ein, klar, wie stark dieser Effekt noch wirken soll. Ihr drückt drauf, er fängt an zu blinken. Könnt also logischerweise eben auch nur einen Effekt auswählen. Ihr müsst euch auch entscheiden, ob eben unten oder oben. Stellt dann die Intensität ein und könnt außerdem hier noch über Subparameter 1 und 2 noch einstellen, eben diesen Effekt noch genauer definieren, wie er denn wirken soll. Seht ihr auch gleich dann noch, wenn wir den mal anschmeißen. Und danach geht es hier ganz ans Ende in den Release FX, denn Pioneer hat sich wie was Cooles überlegt, wie man sozusagen aus diesem ganzen Wirrwarr und dieser Kombination aus vielen Effekten, Samples und so weiter schnell wieder rauskommt, bei einem Drop zum Beispiel. Und dafür gibt es diesen Release FX. Ihr könnt hier wählen zwischen Vinyl Break, Echo und Backspin. Und wenn ihr dann hier zum Beispiel mal was laufen habt und vielleicht hier eben auch noch aus der Sample Bank etwas, ihr seht dann schon eben, da blinkt ja dann auch eine ganze Menge. Wenn man es jetzt hören könnte, wäre es auch schon ganz schön wild. Und dann braucht ihr aber einfach nur hier diesen Kippschalter betätigen. Zack, es kommt dieses coole optische Feedback und alles steht im Prinzip wieder still. Alles ist wieder auf Ausgangsposition. So kommt ihr dann ganz schnell aus diesen Effekten wieder raus. Und das war es dann im Prinzip auch schon mit den Effekten. Wir kommen jetzt noch hier unten zum X-Pad. Hier habt ihr die Möglichkeit, wieder das Level, genau wie hier eben Lautstärke, einfach einzustellen. Außerdem habt ihr noch einen Pitch, könnt also die Tonhöhe verändern. Wenn es nach rechts geht, dann eben wird es höher, nach links wird es tiefer. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, noch Sounds abzufeuern, also eine Kick, Snare, Clap und Hi-Hat. Und das Ganze könnt ihr entweder machen, indem ihr auf diese Buttons drauf drückt oder wenn ihr hier diesen Touch-Strip verwendet. Ihr seht das eben gleich auch dann in der Praxis. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, über Roll kleine Schnipsel im Prinzip vom Input aufzunehmen und die eben über die Roll-Funktion wiederzugeben und sozusagen Mini-Loops zu machen. Seht ihr alles gleich. Und bei Overdub habt ihr die Möglichkeit, eine Art Sequenz zu programmieren, sozusagen einzuspeichern, die dann von alleine weiterläuft, bis ihr sie beendet. Ihr seht das auch durch das Blinken hier. Ihr könnt dann über Hold Mute noch einzelne Instrumente sozusagen muten und auch wieder hinzufügen. Und wenn ihr da raus möchtet sozusagen, klickt ihr einfach nochmal da drauf. Ja, also hier im Prinzip selber zum Sounds erzeugen und auch zum Beispiel eben Samples abfeuern, denn ihr könnt auch hier, wenn ihr lang auf Bank drückt und dann auf die 1 zum Beispiel, könnt ihr auf die Sample Bank zugreifen, die ihr dann hier über die SD-Karte hinzugefügt habt. Ihr habt dann pro Sample Bank halt eben 4 Samples, das heißt eben 4 mal 4, kommen wir logischerweise auf 16. Das ist schon mal eine ganze Menge, die ihr dann auch wieder über das X-Pad im Prinzip einsetzen könnt oder eben einfach durch das Klicken hier. Also eben alles über Sounderzeugung und Abspielen sozusagen hier und alle Sounds, die dann generell durch das Gerät wandern, sowohl vom X-Pad als auch vom Input des Mixers, gehen dann hier durch die Effekte, bis ihr es dann hier hinten schlussendlich wieder beenden werdet. Kommen wir dann jetzt also mal zur richtigen Praxis. Und zwar fangen wir hier unten mit dem Sampler oder der 909 sozusagen an.
Ihr habt hier diese Sounds. Die könnt ihr auch über diesen Touch Strip aktivieren. Und wie gesagt, ihr könnt hier eine kleine Sequenz aufnehmen. Das Ganze könnt ihr dann eben auch noch durch den Roll jagen. Und mit Overdub kommt ihr wieder raus. Und natürlich könnt ihr dann das Ganze auch wieder eben muten. Und so kommt ihr eben wieder raus. Genauso läuft es auch mit den Sample Banks. Ja, wenn ihr dann hier noch den Pitch verstellen möchtet, dann macht ihr das darüber. Das solltet ihr eben dazu nutzen, dass ihr das X-Pad auch an die Tracks anpasst, zu denen ihr es gerade einsetzt. Hier eben klar die Lautstärke. Und damit ist das X-Pad auch eigentlich schon erklärt. Da ist die Bedienung weniger kompliziert als eher die Anwendung, die das Ganze ja komplex macht, weil ihr wollt ja nicht immer nur den einen selben Sound abspielen, sondern ja, noch komplexe Rhythmen erstellen. Außerdem muss es zu den Tracks passen, die ihr gerade abspielt und so weiter. Deswegen, ja, da müsst ihr viel rumspielen, viel rumprobieren. Ihr könnt natürlich eben auch diese Effekte wieder nur auf das X-Pad jagen. Und umgekehrt natürlich genauso auch nur auf den Input. Und hier bringen wir jetzt mal wirklich was rein. Wir haben das Ganze jetzt mal mit einem elektronischen Track gemacht, weil es wahrscheinlich auch in erster Linie elektronische DJs anspricht. Und ja, ihr regelt jetzt hier mal den Input auf normal sozusagen. Und dann habt ihr eben hier diese 7 Effekte. Wir benutzen jetzt hier mal den Cut zum Beispiel. Ihr merkt schon, wie das eben den Frequenzen wirklich richtig angepasst wird. Es ist nicht ein Effekt, der auf den ganzen Input wirkt. Und ihr könnt das Ganze ja eben nicht nur jetzt für die einzelnen Frequenzen machen, sondern ihr könnt sogar eben diese Effekte ja kombinieren, weil ihr habt ja den Cut und den Add. Das heißt, wir machen jetzt hier Cut und auf der anderen Seite hier Add. Und so habt ihr halt extrem viele Möglichkeiten. Das Ganze geht dann eben noch in den Scene FX rein. Wir wählen hier jetzt mal den Echo zum Beispiel aus. Erhöhen die Intensität. Und bearbeiten hier noch weiter die Parameter. Und können dann eben sozusagen wieder über den Release-FX auschecken. Ihr seht eben, jetzt ist wieder alles aus und klar, die Drehregler springen nicht von alleine zurück, aber eben die Funktion ist sozusagen deaktiviert und dann könnt ihr wieder bei Null beginnen. Ja, das war es im Prinzip auch schon, denn hier kommt es ja nicht im Prinzip auf die Komplexität der Bedienung des Gerätes an, sondern eben das, was ihr draus macht.
Das müsst ihr immer ganz individuell bestimmen, eben vor allem für Build-Ups, für Drops und Breakdowns kann man hier viel machen. Aber ihr könnt vielleicht auch durch Action hier am X-Pad lange Übergänge machen oder generell einfach Parts von Lieder mehr aufpeppen, die vielleicht ein bisschen monoton sind. Da habt ihr hier wirklich echt mega viele Möglichkeiten und das könnt ihr dann natürlich auch noch potenzieren, indem ihr diese Effekte hier nutzt, plus diese Effekte hier, denn die wirken ja genauso immer noch. Das war jetzt natürlich nicht besonders anhörbar, aber es geht ja einfach um das Beispiel und solche Kisten hier bieten einfach extrem viel Potenzial, dass ihr hier nochmal wirklich das letzte Quäntchen aus eurem Set rausholt. Ihr solltet da auf jeden Fall schon ein bisschen erfahrener sein und das Mixing an sich drauf haben und dann könnt ihr hier wirklich nochmal ordentlich was rausholen. Eventuell habt ihr eben einen Part vom Lied, der nicht ganz so spektakulär ist, dann könnt ihr den hier mit aufpeppen zum Beispiel. Vielleicht möchtet ihr eben auch nur einen Effekt auf das X-Pad draufsetzen. Und so schnell seid ihr auch schon wieder draußen. Also da gibt es nicht im Prinzip richtig oder falsch. Das müsst ihr einfach für euch schauen, was da am besten klingt, was cool funktioniert. Euch steht da die Welt offen und da könnt ihr eben noch einiges rausholen. An dieser Stelle vielen Dank an recordcase.de für die Bereitstellung dieser Geräte. Insofern ihr noch Fragen oder Anregungen zum Effektgerät habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Diese findet ihr hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.